Wir sind ganz im Osten Baden-Württembergs, rund 30 Kilometer nördlich von Ulm, in der kleinen mittelalterlichen Stadt Heidenheim an der Brenz, zum vorletzten Lauf der deutschen Rallye-Meisterschaft. Nach 13 schnellen Wertungsprüfungen über knapp 140 Kilometer könnten hier auf der Ostalb bereits die Sieger sowohl in der DRM als auch in der Masters-Wertung gekürt werden. Dafür muss aber bei den Protagonisten in beiden Wertungen alles zusammenpassen. Damit willkommen zu DRM, dem Magazin der deutschen Rallye-Meisterschaft. Für Ruben Zeltner im Porsche kann hier nahe seiner ursprünglichen Heimat ein weiterer Traum wahr werden. Platz 3 würde genügen, um seinen Titel in der DRM zu verteidigen. Wir wollen nicht um den Gesamtsieg kämpfen, überhaupt nicht. Das steht überhaupt nicht zur Debatte für uns diesmal, sondern es geht nur rein, Punkte machen, so sicher wie möglich. Das steht im Vordergrund. Mal schauen, was dabei rauskommt. Sein einzig verbliebener Widersacher in Sachen Meisterschaft ist Skoda-Pilot Fabian Greim, der zuletzt aufgrund eines Fahrfehlers einen möglichen Sieg verspielt hatte. Greim muss hier gewinnen, will er noch theoretische Chancen auf den Titel haben. Alles andere liegt nicht in seiner Hand. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich bin selbst schuld. Ich habe die zwei Fahrfehler gemacht. Wir werden alles daran geben, dass wir gewinnen können. Aber es gab auch Prüfungen, wo der Ruben um einige schneller war bei manchen Highspeed-Prüfungen. Ja, und deswegen wissen wir nicht ganz genau, wo wir stehen, aber ich denke, dass der Ruben hier einen kleinen Vorteil hat. Im zweiten, privat von der Familie Wallenwein eingesetzten Skoda Fabia R5 sitzt diesmal nicht Marc, sondern Bruder Sandro Wallenwein. Marc schied zuletzt im Saarland aus und verzichtete zugunsten seines schnellen Bruders. In der Masters-Wertung haben gleich drei Piloten noch die Chance auf den Titel. Vorneweg der zweifache Masters-Sieger Hermann Gassner im Mitsubishi Lancer. Ebenfalls am Start Carsten Mohe im Renault Clio. Mit 21 Punkten Rückstand auf Gassner muss er allerdings auf ein kleines Wunder hoffen, will er noch Meister werden. Letzter Saisonstart der Citroën Racing Trophy. Mit Lukas Meter in der kleinen und Patrick Pusch in der großen Wertung stehen die Meister bereits fest, aber es geht noch um die Vizetitel und den möglichen Sprung aufs Podium. Jeder möchte hier noch einmal seine Leistung unter Beweis stellen. Hören wir den Meister in der kleinen Klasse R1. Also es lag uns schon noch ein paar Tage in den Knochen. Das Ganze haben wir natürlich gebührend gefeiert. Ist aber jetzt schon soweit wieder Geschichte. Wir sind jetzt auf dem letzten Lauf hier im Lente. Und jetzt heißt es wieder volle Attacke. Den letzten Sieg wollen wir uns auch noch holen. Und die Meisterschaft haben wir gewonnen. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Und natürlich liegt jetzt der Fokus hier auf der Rallye Baden-Württemberg. Mit der Startnummer 1 geht der Vorjahressieger Rainer Noller in einem weiteren Porsche an den Start. Auf dem heißen Sitz Marc Wallenweins Beifahrer Stefan Kopczyk. Ruben und Petra Zeltner rollen an den Start und hoffen auf eine nicht allzu wilde Hatz. Denn im letzten Jahr sind sie in Führung liegend ausgefallen. Kontrollierter Speed und kein unnötiges Risiko sind die Devise. Die trockenen Bedingungen spielen dem Porsche in die Karten. Aber dann, auf schottrigem Geläuf und im Schatten der Bäume ist es schmierig und da ist der Dreher. Wo ist der Rückwärtsgang? Und die Zeltners verlieren am Ende fast eine halbe Minute und fallen auf Gesamtplatz 8 zurück. Fabian Greim und Frank Christian hingegen machen da weiter, wo sie im Saarland aufgehört hatten. Dort fuhren die beiden 13 von 14 Bestzeiten. Mit einer fabelhaften Zeit setzen sie sich hier bei der BABÜ gleich mal eindrucksvoll in Szene. Onboard und immer wieder solch kurze Schotterpassagen, die dem Skoda grundsätzlich in die Karten spielen. Das ist Allradterrain. Der Stachel vom Ausritt bei der Litamonte sitzt noch tief, daher soll hier nichts schief gehen. In der Citroën Racing Trophy untermauern die frisch gebackenen Meister Patrick Pusch und Philipp Lindner in der großen Klasse ihre Vormachtstellung. Mit zwei Bestzeiten am frühen Freitagabend beträgt ihr Vorsprung bereits über eine halbe Minute. Nach 4 Siegen soll hier beim Saisonfinale ein weiterer her. Als Belohnung für den Titelgewinn folgt ja Anfang November der Start bei der Rallye du Condroz in Belgien. Leichtes Abendrot wetteifert mit den glühenden Bremsscheiben am 210 PS starken Fronttriebler. Auf der dritten Prüfung, einem abendlichen Rundkurs, überrascht allerdings der französische Gaststarter Stéphane Consonny mit Bestzeit. Hinter ihm Michael Abendroth, der sich in der Gesamtwertung zunächst Platz 3 hinter Pusch und Consonny sichert.
Mit Lukas Meter steht seit der Ostsee-Rallye auch in der kleinen Klasse R1 der neue Meister fest. Bis zur dritten Prüfung läuft auch alles wie am Schnürchen, dann aber stoppt eine defekte Benzinversorgung den Youngster aus dem Saarland jäh und er muss in Führung liegend aufgeben. Damit ist der Weg frei für Torben Nebel, der vor Michael Wolters und dem jungen Nico Knacker die Führung übernimmt. Alle drei liegen innerhalb von 20 Sekunden. Zurück zur DRM und wir sehen Fabian Greim, wie er auf diesem Rundkurs seinen direkten Konkurrenten Ruben Zeltner jagt, der hier klar langsamer ist. Links 1. Rechts 1. Innen links voll. 100. Rechts 2 plus breit. Macht auf lang. 10 Sekunden nimmt Greim Zeltner ab und das auf gerade mal 4 Kilometern. Bislang nur wenige Kilometer im neuen Skoda Fabia R5 unterwegs, zeigt Sandro Wallenwein sein fahrerisches Kämpferherz. In den engen Kurven kann der Skoda mit seinen 4 angetriebenen Rädern die volle Kraft in Vortrieb umsetzen und erholt sich knapp die Bestzeit vor Greim. Bis zum abendlichen Service fehlt den Zeltners eine halbe Sekunde auf den drittplatzierten BMW von Jürgen Geist. Kein Grund also, Nerven zu zeigen. Routiniertes Arbeiten am Porsche 997 GT3, wie das Auto offiziell heißt. Fabian Greim und Frank Christian gewinnen wieder die dritte Prüfung und sind voll auf Kurs. Mit über einer halben Minute Vorsprung haben sie die Konkurrenz bislang deutlich im Griff. Aber das war nur der Aufgalopp. Überraschenderweise sind wir vorne. Ruben hat ja ausnahmsweise mal 2 Fahrfehler gemacht. Diesmal waren wir die Glücklichen, jetzt sind wir vorne und haben morgen die Möglichkeit, von ganz vorne zu starten. Die beiden Skodas also in Führung und Zeltner bislang auf 4. Leichter Nebel über der herbstlichen Ostalb, als Fabian Greim sich anschickt, seine 4. Bestzeit zu markieren. Optimale Bedingungen, den Fabia R5 am Limit in Szene zu setzen. Während wir diese Super-Slow-Mo sehen, wie der Skoda über alle 4 Räder schiebt, der Hinweis auf den ADAC Rally Hub. Hier bekommen Sie alle Rally-Infos aus den sozialen Netzwerken kompakt zusammengefasst. Anders das Kurvenverhalten des Zeltner Porsches. Hier muss doch stark angebremst werden, um dann das Auto quasi vor der Haarnadel herumzureißen. Auf diesen gut 12 Kilometern nimmt Greim Zeltner satte 22 Sekunden ab, aber man fährt auf Wunschplatz 3. In der Masterswertung muss Gassner hier gewinnen, um zum dritten Mal Meister zu werden. Das Ziel ist zum Greifen nahe. Denn auch wenn Carsten Mohe seine Division gewinnen sollte, hätte der Bayer mehr Punkte auf dem Konto. Auch auf der 6. Prüfung das gewohnte Bild. Fabian Greim muss als Erster auf die kurze Strecke und lässt erneut nichts anbrennen. Er zirkelt den Skoda perfekt über den Kurs, holt sich die 5. Bestzeit und baut die Führung auf 47 Sekunden aus. Sein direkter Verfolger ist dieser Mann, Sandro Wallenwein aus einer motorsportverrückten Stuttgarter Familie. Kann zwar nicht die Pace des ADAC-Förderpiloten Greim gehen, aber diesmal fehlt nur ein Zehntel zur Bestzeit. Ein Sprung in die 9. Prüfung und wir warten auf Carsten Mohe mit Beifahrer Alexander Hirsch. Sie führen in ihrer Klasse auf Gesamtplatz 6. 50. Achtung, Achtung, Kuppe springt, leicht rechts halten. Achtung, Achtung, ein schöner Satz über die angekündigte Kuppe. Auto versetzt leicht und weiter geht die wilde Hatz. Leicht rechts über Kreuzung, Jump. Das ganze Clip liegt voll. Da lacht das Rallyeherz. Auch wenn der Porsche zu diesem Zeitpunkt bereits unter Getriebeproblemen leidet und das Zebra fahrtechnisch gestreichelt werden will. Fabian Greim ficht das Ganze nicht an, sein Fabia R5 rennt ohne Probleme. Rot-Weiß macht zu, rechts hoch, Spur. 60,
Links 2 plus, rot-weiß, hat Spur. Der Skoda hat an der Sprungkuppe den geringsten Luftstand und daher den höchsten Speed. Zurück zur Citroën Racing Trophy. Lukas Meter und Patrick Pusch erklären uns mal die Unterschiede zwischen der Klasse R1 und R3. So, jetzt sitzen wir hier in meinem Rallye-Auto, in dem Citroën DS3 R1. Hier sitzen wir eher in einem seriennahen Fahrzeug. Die Unterschiede zwischen dem R1 und dem R3 sind ganz klar das Armaturenbrett, kein Tacho. Schalten wird nur noch per Schaltwippe, keine normale Schaltkulissen mehr wie beim Serienauto. Wir haben hier einen Turbo, der mit einem R-Restriktor ist, wobei es sich beim R1-Auto nur um einen Sauger handelt. Und das Auto hat ca. 210 PS und 350 Newtonmeter. Und das ist schon eine ganz andere Hausnummer wie so ein R1. Auch wenn die Titelentscheidungen bereits gefallen sind, will man sich noch für höhere Weihen empfehlen. Pusch fuhr bisher eine überragende Saison und daher soll auch das Finale ganz oben auf dem Podium enden. Dennoch ist der Weg zum 5. Saisonsieg in Folge ein steiniger. Denn der französische Gaststarter Stéphane Consonni liefert ihm mit 5 Bestzeiten ein Duell fast auf Augenhöhe. In der kleinen Klasse R1 ging es noch um die restlichen Podiumsplätze hinter Meister Lukas Meter. Torben Nebel gibt alles, am Ende reicht es zwar hier zum Klassensieg, aber da Nico Knacker und Michael Wolters direkt hinter ihm ins Ziel kommen, bleibt nur der undankbare 4. Gesamtplatz. Mit einem Punkt Rückstand auf Knacker. Tolle Bilder. Da haben wir den erst 18-jährigen Nico Knacker. Nach seinem Klassensieg zuletzt an der Ostsee spricht man bereits von einem der größten deutschen Nachwuchshoffnungen. Coralie Schneider hingegen verlässt kurz vor der Sprungkuppe der Mut oder nur die Orientierung. Das Damenduo findet sich im Acker wieder und braucht mit ondulierter Front einige Sekunden für den Weg zurück auf die eigentliche Rallye-Strecke. Patrick Pusch und Andreas Lutter holen sich in der großen Klasse R3 ihren 5. Saisonsieg und haben nach dem Meistertitel gleich nochmal allen Grund zu feiern. Die R1-Wertung holt sich dieser Mann. Wir sind sehr zufrieden. Erster Sieg in diesem Jahr. Hatten einen harten Fight, generell über das ganze Wochenende, das heißt gestern Abend ja auch. War eine sehr schöne Veranstaltung und war super. Der Abend wird noch lang. Na denn, Brüsterle. Hier die saisonübergreifende Gesamtwertung in beiden Klassen. Beste Stimmung bei herbstlichen Bedingungen. Hier kommt der neue ADAC Rallye Masters Sieger. Hermann Gassner holt sich einen respektablen 4. Gesamtplatz, gewinnt zum 7. Mal seine Division und kommentiert seine Fahrweise wie folgt. Wir waren bewusst zügig und schonend unterwegs, was immer das auch heißen mag. Fabian Greim fährt inzwischen mit gebremstem Schaum und tüftelt gar noch am Setup. Dennoch, 12 von 13 Bestzeiten inklusive der Powerstage machen deutlich, wohin die Reise für den 22-Jährigen künftig gehen wird. Er gewinnt die Rallye Baden-Württemberg mit über 1,5 Minuten Vorsprung auf seinen Markenkollegen Sandro Wallenwein. Und das ist der neue und alte deutsche Rallye-Meister. Ruben Zeltner hat den Grundstein für diesen Erfolg bereits in der ersten Saisonhälfte gelegt. Nach einer echten Zitterpartie ist die Erleichterung im Ziel groß. Platz 3 genügt, um bereits vor dem Saisonfinale den Sack zuzumachen. Ob das im nächsten Jahr noch einmal möglich sein wird, ist fraglich, wenn man die Grundschnelligkeit der allradgetriebenen Skodas betrachtet. Hier der Endstand der Bavü. Anfang des Jahres hatten die wenigsten der Porsche-Crew eine solche Leistung zugetraut. Glückwunsch für den sympathischen Oldie und das obligate Bussi für Ehefrau und Beifahrerin Petra. Total erleichtert, weil es war eigentlich viel schwieriger als gedacht. Wir haben gedacht, ja, locker durchrollen, dann klappt es schon unter dem Druck. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so unlocker reagiere. Unlocker hin oder her, der Erfolg heiligt die Mittel. Platz 2 hier rund um Heidenheim geht an Sandro Wallenwein im privaten Skoda. Aber der überragende Mann dieser Rallye heißt Fabian Greim, der sich nicht grämen muss, den Meistertitel verpasst zu haben. Ihm gehört allemal die Zukunft. Kleiner Ausritt noch gehabt, einmal verbremst, den Strohball ein bisschen geküsst. Ja, die Front noch ein bisschen beschädigt, aber
Ich denke, im Ganzen können wir absolut zufrieden sein mit der Rallye. Fehlerfrei kommt eben keiner durch. Hermann Gassner holt sich nach 2006 und 2013 zum dritten Mal den Masters-Titel. Nachdem wir die ersten Halbjahr praktisch in Führung waren, war es uns klar, dass wir eigentlich im zweiten Halbjahr die vier Divisionssiege brauchen, um den Titel holen zu können. Und das haben wir heute zum vierten Mal geschafft. Jo, das ist bayerisch. Das Bild der Sieger hier und der Blick auf die Gesamtwertung der DRM und der Masters-Wertung. Kommende Woche dann das große Finale bei der Drei-Städte-Rallye, wo alle nochmal frei Vollgas geben können. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin, tschüss und servus.